Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu The Coma Recut. Wir sind im nördlichen Gebäude und ich glaube... Ah ja, wir sind hier ja gerade hergekommen, ich erinnere mich wieder. Durch diesen Raum hier mit den hängenden Mädchen. Es gibt so viele Spiele mit hängenden Mädchen, habe ich das Gefühl. Das hatten wir ja auch in... Da kommt die Leiche gleich runter. Das hatten wir ja auch in Dreadout, dass wir diese aufgehängten Mädchen hatten. Da sind zwei! Da waren zwei davon! Ja, total nett und so. Moment, hier war nichts, oder? Das war einfach nur Anti... Oh, richtig, ich kann hier wieder Sachen aufsammeln. Antidot. Also Gegengift. Und hier ist auf jeden Fall dieser Ritualspot. Ich müsste jetzt wieder... Ich habe letztes Mal, glaube ich, Bandagen weggeschmissen, richtig? Ja. Und jetzt haben wir wieder ein Antidot. Mal gucken, ob wir es brauchen demnächst. Ansonsten tun wir es auch mal wieder weg. Nein, warte nicht. Das war's. Ja. Und wir versuchen ja immer noch... Ich glaube, hier drin sind wir tatsächlich sicher. Ich hoffe es zumindest mal. Und wir müssen ja immer noch hierhin zum Media Room kommen. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt gleich landen werden, wenn ich hier wieder rausgehe. Das wollte ich noch nicht gucken. Ich habe Angst, dass wir gleich wieder der Killerin gegenüberstehen. Drückt mal die Daumen. Wir werden gleich erfahren, wo wir hinkommen. Sind wir? Hä? Okay, wir sind nochmal ganz woanders, als ich dachte. Aber es sieht nach einem Klassenzimmerraum aus. Moment, da war was. Oh, ein Tisch ist einfach mitten in der Luft stehen geblieben. Er steckt in dieser Position fest und bewegt sich nicht oder lässt sich nicht bewegen. Und hier können wir auf jeden Fall... Was haben wir hier? Eine Memo. Ein interesting dice game für... Wir haben für wohltätige Zwecke ein interessantes Würfelspiel gespielt. Each player rolled one. Jeder Spieler hat einen Würfel gerollt, also einen Würfel geworfen. Und derjenige, der den höchsten Wert gewürfelt hat, wurde als Gewinner betrachtet und konnte in der Klasse bleiben. Die Verlierer haben ihre Bücher nehmen müssen und den Raum verlassen. Es gab zwei Arten von Würfel. Einer beinhaltete die Werte 1, 2 und 3. Den konnten alle benutzen. Der andere hat Geld gekostet, um ihn zu benutzen. Und manche seiner Seiten hatten den Wert 6. Das Geld ging an karitative Einrichtungen, also halt an wohltätige Zwecke. Aber die Sache wurde ziemlich intensiv. Wolf Student. Ein besonders wohlhabender Student forderte jeden heraus mit dem 6er-Würfel. Und irgendwann ist dann jedem anderen das Geld ausgegangen. Er hat sich gefühlt, als hätte er etwas wirklich selbstlos getan und ich denke, in gewisser Weise hat er das ja auch. Aber irgendetwas an der ganzen Sache hat sich falsch angefühlt. Der Rest der Klasse wurde sehr still und alle nahmen dann ihre Bücher und haben die Klasse verlassen. Also war es dann unser wohlhabender Klassenkamerad, der plötzlich ganz alleine dastand, sagt jemand Anonymes. Okay, hier kommen wir nochmal raus. Diesmal wohl endgültig in Gefahr irgendwo. Okay. Da unten? Warum bin ich jetzt da unten? Okay. Ich könnte... Nee, ich war gerade in diesem... Hier war ich gerade drin, nicht wahr? Ja. Entschuldigung. Ich musste da eben mal gucken. Ich würde gerne hier einmal rein. In den Toiletten sind wir ja auch relativ sicher. Allerdings, wenn ich das Blut hier so sehe, dann habe ich auch wieder andere Gefühle als Sicherheit. Aber wir könnten hier eventuell uns verstecken können. Oder könnte ich mich hier... Oh je, da ist ein Loch. Oh, da sind wir im Conference Room. Okay. Also ganz in der Nähe. Das ist ja... Es ist so dark, es ist so dunkel und unheimlich. Es fühlt sich so an, als würde die Schule einfach nur durch die Leere und das Nichts schweben. Ich würde mich allerdings tatsächlich ganz gerne erst noch auf dem... Warte mal, wir sind locked tight. Ich würde mich tatsächlich erst gerne noch woanders umgucken. Also zum einen wissen, ob ich hier rein kann. Abgeschlossen. Und zum anderen würde ich ganz gerne, wenn wir hier schon stehen, gucken, ob wir in den Musik- und den Kunstraum rein können. Also ob das geht, ob man dann hier vorbei kann. Es kann sein, dass wir gleich sterben, allerdings das sollte gehen. Wir sind jetzt ja praktisch nirgendwo hin. Außer in diese Toilette rein. Das heißt, viel verlieren wir hoffentlich nicht. Sagte sie jetzt noch mutig.
Oh, toll. Da hat uns direkt meine Leiche erwischt, die runtergesegelt ist. Nichts Nützliches hier. Was haben wir da? Die Klaviertasten sind mit Blut besudelt. Ganz toll. Hier ist auf jeden Fall auch so eine eerie Musik. Vermutlich kein guter Zeitpunkt, um mit dem Singen anzufangen. Nein, vermutlich nicht. Was haben wir da gefunden? Eine Notiz. Die lesen wir natürlich sofort. A musical performance. Eine musikalische Darbietung. Als ich den Rekorder aus meiner Jacke gezogen habe, sah sie mich schockiert an. I already know how to play and I'm not so bad either. Ich weiß schon, wie man spielt und ich bin auch nicht so schlecht. Als ich angefangen hatte zu starten, hat sie einen unmenschlichen Schrei ausgestoßen und versucht, mich zu ergreifen. Es ist bestimmt wieder gerade irgendwas neben uns runtergefallen. Sie schien von unsichtbaren Ketten gefangen gehalten zu werden. Sie sah unheimlich wie die Hölle aus, aber ich, I wanted to subdue her for her own good, aber ich wollte sie zu ihrem eigenen Wohl, was auch immer. Und hier haben wir nochmal was, was wir eigentlich einsammeln können. Was haben wir hier? Nichts Nützliches. Okay. Nichts Nützliches. Eine Notiz nochmal eine, sehr gut. Executive Order. Mrs. Snow, unsere, Miss Snow, ihr musikalisches Talent ist, commendable, vermutlich, also was Gutes auf jeden Fall. Allerdings, lenken ihre Musikunterrichtsstunden unsere Kinder davon ab, also von dem Versuch ab, auf eine gute Universität zu kommen. Musik ist ein wichtiges Fach. But this is coming straight from the Headmaster Mod. Aber das hier kommt direkt vom Direktor Mod. Wir werden die finanzielle Unterstützung für diverse musikalische Aktivitäten, also Band Activities, wie zum Beispiel Marching Band oder sowas vermutlich, und vielleicht noch den Chor, streichen. Beziehungsweise verringern. Er wollte außerdem, dass ich sie darüber informiere, dass die Übungsstunden nach der Schule nicht mehr länger nötig sein werden. Ich hoffe, Sie verstehen das, sagt Direktor Lee. Bin ich gerade manchmal gar nicht ganz sicher. Headmaster und Principal. Eigentlich ist Principal ja Direktor. Was ist dann genau der Headmaster? Ich gebe zu, da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Wir können hier nicht speichern, okay. Aber man könnte sich hier verstecken. Alles klar. Wir sind hier. Ich versuche mal, ob wir in den Art Room reinkommen. Okay, und auch hier kommen wir rein. Das ist sehr, sehr gut. Kann ich hier vielleicht speichern? Nein, ich kann nicht speichern, aber ich kann Sachen aufheben. Ein Coin. Der Kunstlehrer Young hat einige seiner etwas talentierteren Studenten gebeten, einige wohlbekannte Kunstwerke zu reproduzieren. Die hier sind eigentlich ziemlich gut. Zu schade, dass sie nicht für ihre Arbeit bezahlt werden. Ich laufe übrigens mal langsam. Ich will nicht schon wieder in irgendeine runterfallende Leiche fallen. Oh, das sieht doch schon wichtiger aus. Hier gibt es einen ganzen Haufen Zeichnungen aus der, aus der Unterstufe. Meine Klasse hat ihn vor ein paar Wochen gemacht. Wir wurden dazu aufgefordert, unseren Homeroom-Teacher zu zahlen. Klasse 1E hat sich dabei mit ihrem kreativen Talent auf unser Schulidol Miss Song konzentrieren dürfen. Und die Kerle aus den anderen Klassen waren so angepisst deswegen. Seho ist eigentlich ein ziemlich guter Künstler. Alle haben sich darauf gefreut, sein Porträt von Miss Song zu sehen. Zu schade, dass einige Arschlöcher ihn geneckt haben und Ripping the Cot. Und es damit geendet hat, dass die Ecken seiner Zeichnung abgerissen wurden. Lass mal sehen. Yep, hier ist die Zeichnung von Seho. Er hat dafür gesorgt, dass Miss Song aussieht wie ein Charakter aus einem Fantasy-Game. Und wo ist meins? Oh, verdammt. Ich hab's fast vergessen. Ich hab meins nicht mal abgegeben. Jetzt erinnere ich mich daran, dass ich zu beschämt war, um meine Zeichnung irgendjemand anderem zu zeigen. Ich habe es in meinem Homeroom versteckt, damit niemand sonst es sehen würde. Bin ich deswegen im Kunstunterricht durchgefallen? Verdammt. Ich hatte keine Idee,
dass es so einen großen Einfluss auf meine Noten haben würde. Vielleicht sollte ich nach meiner Zeichnung suchen. Sie ist vermutlich immer noch da, wo ich sie gelassen habe. I'll keep Seos after I find mine. Ich werde Seos behalten, bis ich meine finde oder so. Ich glaube, unser Homeroom, das wäre dann ja praktisch genau 1E wieder. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall ein neues Ziel gefunden. Ich würde mich immer noch weiter umgucken wollen, ob wir noch was Nützliches haben. Nichts Nützliches. Oh, wir können ja aber einmal speichern. Die hier sind falsch. Sie wurden mit einem Computer ausgedruckt. Dann will ich einmal ganz kurz hier speichern. Und zwar überspeichern wir das hier. Es ist, surprise, wieder Abend. Also Nacht, Geisterstunde. Ich habe heute ein bisschen später angefangen als sonst. Wir könnten jetzt versuchen, hier hochzugehen. Aber ich würde ganz ehrlich zuerst versuchen, da oben zum Media Room zu kommen. Das heißt, ich gehe wieder zurück, schleiche mich durch den Musikraum und dann in die Toilette. Und mit Schleichen meine ich tatsächlich Schleichen jetzt. Ich hoffe, dass wir nicht erwischt werden, ansonsten haben wir ja gespeichert. So. Hier ist jetzt nur irgendwo diese Leiche. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass sie uns nicht wieder erwischt. Da oben ist sie. Ach, die erwischt uns so auch gar nicht. Sehr gut. Jetzt müssten wir in eine der Toiletten. Ich weiß noch nicht mehr, in welche. Ich glaube, es war die vordere, oder? Es müsste die vordere gewesen sein. Genau, und hinten ist dieser Schrank. Und jetzt sind wir ja noch halbwegs in Sicherheit hier. Der Conference Room, da müssen wir nicht hin, aber zu dem Media Room. Ich hoffe, wir kommen dahin. Wenn nicht, müssen wir irgendwie gucken, dass wir wieder zurückkommen. Aber da schauen wir natürlich erstmal. Ich gucke mich mal hier um. Ob da noch irgendwas Interessantes... Hier konnte ich nicht rein, oder? Genau. Locked tight. Und hier ist auch nichts weiter. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß, wir haben gerade erst gespeichert, aber... Ach du je. Ich sehe hier überall Leichen und Ding. Okay, hier können wir rein. Das ist der Conference Room. Da gucken wir uns um. Leider können wir nicht speichern. Ah, da könnten wir wieder Lärm machen. Nichts Nützliches. Und hier habe ich eben irgendwas gesehen. Nichts Nützliches. Da kam doch, glaube ich, eine Leiche runter, oder? Nichts Nützliches. Flasche Wasser, aber meine Tasche ist voll. Hier sind einige Papier, also eine Pappbecher in diesem Schränkchen. Und ich kann hier speichern. Perfekt. Ich weiß, wir haben gerade erst gespeichert, aber sicher ist sicher. Übrigens, schönen 1. Dezember. Ich nehme das hier mal wieder auf, während wir eigentlich, während es in ein paar Stunden schon wieder zu sehen sein wird. Okay. Ich mache hier mal das aus. Und jetzt müssten wir, wenn es gut läuft, in den Media Room rüberkommen. Nee, das ist sowas nicht. Da brauchen wir eine Karte. Oh, wir können rein. Sehr gut. Unlocked und wir dürfen rein. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir uns hier am besten wieder umschauen. Tust du mir was? Nee, okay. Wir bekommen nichts Nützliches. Das ist immer gut. Hier. Hä? Huh? Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Ja, oh Gott, genau das trifft's. Das hat mich ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Nicht nur deine. Gottes Willen, habe ich mich gerade erschreckt. Dieses Auge, aber es bewegt sich nicht, oder? Nein, es bewegt sich nicht. Oh, habe ich mich erschreckt. Eine Notiz. Notizen lesen ist immer gut, da passiert uns nichts. Halte das Böse auf, Taihun Jung. Ich weiß, was Seho versucht zu tun. Er ist nicht mehr der Freund, den ich einst kannte. Etwas Böses hat von ihm Besitz ergriffen. Ich könnte vielleicht der Einzige sein, der ihn aufhalten kann, bevor es zu spät ist. Das passt zu meiner Vermutung, dass Seho für diesen ganzen Mist hier zumindest mitverantwortlich ist. Was auch immer das ist. How old, also wie alt ist dieses Ding? Dieses Tape wird nur mit ich kann nicht mehr reden, ich bin so nervös. Und ich friere ein bisschen. Diese Kassette wird nur mit einem dieser sehr alten Camcorder funktionieren. Simon scribbled a title. Jemand hat einen Titel auf dieses Tape geschrieben. Das Geheimnis? Ich nehme an, derjenige, der es gemacht hat, möchte tatsächlich, dass es sich jemand ansieht. Oder vielleicht auch nicht. Dieses Format, also dass es so einen Camcorder braucht, ist jetzt nicht unbedingt leicht zugänglich und leicht zu finden.
Ich bin sicher, es gehört Taichun. Aber ich könnte dafür sterben, zu wissen, was er aufgenommen hat. Sag das nicht zu laut, nachher stirbst du wirklich. Aber nichts hier wird dieses Tape abspielen. I'd have to visit a special store or something. Ich müsste einen speziellen Laden oder sowas aufsuchen. No way I'm gonna find that. Ich werde dieses so ein Gerät sicher nicht an einem Ort wie diesem hier finden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh Gott sei Dank, diesmal spielt hier nichts. Okay, wir konnten hier natürlich nicht speichern. Ich muss jetzt wieder raus. Und wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Ich werde in Conference Room gehen, weil... Room? Ich werde in Conference Room gehen, wenn es geht, um da halt wieder zu speichern. Denn ich glaube, ich komme hier nicht nach unten. Und dann müssten wir uns da wieder zurückverlaufen. Das wird lang dauern, fürchte ich. Drückt mal die Daumen, dass wir wenigstens wieder zum nächsten Speicherpunkt kommen. Knie dich hin. Das Problem ist, zwei Schläge und wir sind erledigt. Im Conference Room kann ich speichern, über die Toilette komme ich dann nach und nach wieder zurück, aber das ist ein bisschen kompliziert alles. Wir müssen auf jeden Fall wieder Computer Room, Headmaster's Office und vor allem unser Klassenzimmer. Wir haben jetzt so viele Ziele. Momentan wäre ich aber schon ganz froh, wenn ich an einen Speicherpunkt käme, von dem aus ich mich dann weiter vorpirschen kann. Warum? Kommt hier gleich rein, aber... Bitte verschwinde. Komm schon, verschwinde. Sobald sie wieder hier draußen ist, werde ich mich heilen und dann speichern wir. Ach komm, verschwinde. Komm, geh weg. Okay, sie müsste wieder draußen sein. Oh. Hier können wir auf jeden Fall speichern. Ich warte, bis unsere Ausdauer wieder da ist. Und dann gucke ich mal schnell in unsere Tasche. Stamina. Faster. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Nein. Ich habe nichts mehr, um mich zu heilen. Ich habe Sachen für meine Stamina und so. Oh, ich habe echt... Das ist jetzt ungünstig. Okay, das heißt, ich muss hier speichern. Und wir müssen hoffen, dass wir lebendig durchkommen. Ich hatte hier gespannt, muss ich jetzt das überspeichern? Ja, bitte, überspeichere es. Oh je. Okay, ich muss in die Toilette. Das heißt, ich gehe am besten von hier draußen gleich raus. Ich könnte was für meine... Das ist was falsch. Ich könnte was für meine Stamina nehmen. Was haben wir? Stops your Stamina from decreasing. Stamina recovers faster. Wir haben davon zwei, aber die sind, glaube ich, auch... Wisst ihr was? Das bringt gerade nicht so viel. Ich muss auf jeden Fall in die Toilette zurück. Oh Gott. Nerven. Hier müssen wir wieder rein, glaube ich. Und jetzt müsste da hinten der Schrank sein, über den wir dann noch eins weiterkommen. Genau. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt ist es eigentlich nur noch ein... Richtig, jetzt muss ich ja wieder... Oh je, Moment. Wo bin ich jetzt? Music Room. Wie bin ich denn da jetzt wieder weggekommen? War das hier durch? Ja, das müsste hier durch gewesen sein. Da war der schwebende Stuhl. Und jetzt wieder dieser seltsame... Hier konnten wir auch schon speichern. Ich würde das fast gerne kurz tun. Denn hier müssten wir, glaube ich, relativ sicher sein. Und ja, ich speichere jetzt gerade wieder relativ viel. Also relativ, ich speichere eigentlich immer viel. Weil wir uns jetzt gerade hier wirklich vortasten. Ich kann mich ja nicht mal heilen. Jetzt geht's hier wieder an diesen Mädchen vorbei, die da so fröhlich hängen. Moment, da mache ich mal das Licht an. Damit wir die da nicht über... Selbst schon wieder zwei. Fallt runter, kommt. Genau. So, jetzt kommen wir wieder hier vorne hin. Sie darf uns nicht mehr erwischen. Das ist jetzt echt ungünstig. Ich mache hier wieder aus und dann gucken wir mal, wo wir jetzt landen. Nee, falsch. Das war die falsche Taste und... Bin ich gerade... Oh Gott, ich bin hier oben. Warum? War ich hier vielleicht, dass ich in die andere Toilette rein musste und mich dann so wieder... Waren die Toiletten das alles, wo alles verbunden war? Ich
bin mir nicht mehr sicher. Abgeschlossen. Da können wir uns verstecken. Abgeschlossen. Okay, ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Das ist schön. Hier waren wir aber auch drin. Ja. Hier sind wir durch, oder? Kann es sein, dass wir hier durch sind, durch die Bücherei? Ich gehe mal davon aus, dass es hier sicher ist, bis auf die Leichen. Hoffe ich zumindest. Wir müssten jetzt, glaube ich, eventuell... Ich weiß echt nicht mehr, wie wir zurückgekommen sind. Ob wir hier zurückkommen und wie und... Was haben wir hier? Eine Münze. Okay. Wir sind jetzt hier. Wenn ich hier rausgehe, dann könnte ich versuchen, ob ich über die Treppen gehen kann. Ich befürchte aber fast, dass das nach unten geht. Bin ich jetzt? Ich müsste noch zwei nach unten. Aber ach nee, oh nein. Okay. Das war jetzt aber auch echt ungünstig. Das war jetzt hier, richtig? 22. Okay. Sie ist da unten. Aber ja, komme ich glaube ich sowieso nicht weiter. Muss man wieder ein bisschen laufen. Na komm, fallt runter, Mädels. Wie haben wir das gemacht, dass wir wieder zurück... Wir müssen auf jeden Fall zurück. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wie? Bin ich jetzt hier weitergelaufen? Ja. Ich könnte auch mal versuchen, hier außen entlang zu laufen. Zumal ich sowieso nicht ganz weiß... Ah, oh, diese Killerin. Diese Killerin. Die macht mich fertig. Okay, jetzt ist sie wieder weg. Wir müssen gucken, dass wir hier runterkommen. Ich fürchte nur fast, eventuell müssten wir... Warte mal, hier kommen wir raus. Ich müsste also eine Treppe runter und dann müsste ich, glaube ich, hier an die Seite wieder. Kann das sein? Ist es das? Ich glaube, wir müssen auf der hier runter kann ich gar nicht. Ich muss hier runter und mich dann wieder durch diese Räume hier rüber. Oh, das ist so ein langer Weg. Okay. Und das alles, ohne dass wir uns auch nur einmal erwischen lassen dürfen. Ich muss eine runter und dann wieder ganz nach rechts. Okay. Ich höre ihre Schritte. Von rechts habe ich Schritte gehört, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir auch nach rechts. Und da ist so ein Tentakelgemüse. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nichts. Ich gehe mal hier wieder rein. Und ich glaube nämlich tatsächlich, das ist es jetzt, dass wir jetzt... War hier irgendwo noch ein Speicherpunkt? Ich möchte gerne speichern. Oder war das hier in der Bibliothek schon, dass wir da durch konnten? War das hier eventuell schon? Ja, das war hier schon. Dann sind wir jetzt wieder in diesem Bereich, okay. Hier konnten wir aber auch nirgendwo speichern, oder? Nein. Ich wünschte, wir hätten was, womit wir speichern könnten, ganz ehrlich. Uns heilen könnten, meine ich. Aber da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst, dass wir 100.000 Sachen für die Stamina haben und doch nichts, um zu speichern. Ich glaube, wir mussten hier durch wieder. Sind wir jetzt wieder hier unten? Ja, wir sind wieder hier unten. Und ich weiß... Kann man hier speichern? Oh Gott sei Dank, hier kann man speichern. Ich überspeichere jetzt mal das hier wieder. So, nur für den Fall, dass was passiert. Jetzt müssen wir hier zurück in das andere Gebäude und dann sind wir schon hier bei dem nördlichen... Ach du je, wir müssen ja nochmal durchs nördliche Gebäude. Da könnten wir aber vielleicht zum Headmasters Office kommen. Das würde eventuell gehen. Zum Computer Room kommen wir, glaube ich, immer noch nicht. Aber das hier könnte ich ausprobieren. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir über den Staff Room hier runter und ich glaube dann hier... Nee, durchs Geology Laboratory, dann hier B und dann hier nach direkt rüber. Okay, wir probieren aber erstmal ganz
in Ruhe und hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle, dass wir überhaupt wieder aus dem nördlichen Gebäude rauskommen ins hoffentlich Headmasters Office. Wenn wir jetzt nochmal sterben, dann ist erstmal Schicht im Schacht, glaube ich. So. Ich brauche dringend was, um mich zu heilen. Das ist das ganze Problem. Ich könnte auch einmal versuchen, ob ich rauskomme. Ich probiere das einmal. Draußen war ja ein Automat. Oh, nee. Die kommt von da, die blöd. Okay, kleine Planänderung. Ich werde versuchen, nach rechts zu gehen an den Automaten. Dass wir uns hier was kaufen können. Irgendwas, was heilt. Bisschen. Ja, das hätte ich ganz gerne. Ah, meine Tasche ist voll. Moment, ich muss mal irgendwas wegschmeißen. Ich würde mal sagen, ich schmeiße so eine Bandage weg. Jetzt würde ich ganz gerne das hier kaufen. Ja. Und das gleich auch benutzen, wenn es geht. Ist es auch. Okay, wir sind wieder voll. Und jetzt würde ich mir eigentlich gleich nochmal was zu essen kaufen wollen. Ja, bitte. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, dass wir nochmal speichern können. Denn jetzt ist es nicht mehr ganz so tödlich. So, speichern. Ja, bitte, überspeichern. Und ganz ehrlich, ich weiß jetzt, dass als nächstes haben wir nicht ganz so viele Speichermöglichkeiten. Deswegen würde ich an der Stelle schon mal sagen, unterbrechen wir und machen Schluss. Nächstes Mal schauen wir, dass wir zum Headmasters Office kommen und dann hoffentlich auch gleich in seinen Klassenraum. Computer Room, ich weiß nicht, wie wir da letztlich hinkommen sollen, aber für heute habe ich ganz ehrlich genug von der Mörderin. Ich glaube, das reicht erstmal. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid heute. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn wir dann hoffentlich ein Stückchen weiterkommen. Okay, das hatten wir schon. Ich dachte nur. Aber wenn wir jetzt halt noch ein paar Mal sterben, bringt's das halt auch nicht so wirklich. Deswegen Dankeschön dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr mir wieder das Händchen haltet. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.